Servus und grüß euch zur Folge 98 Let's Play Landwirtschaft Simulator 22 auf der NF Marge auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Weiter geht's mit der Luzerne. Das heißt, jetzt werden wir bis da vorne noch vorfahren. Zu den Vorfahren werden wir jetzt noch vorfahren. Und dann schauen wir mal. Ja, da kann man also halber das Vorgewende fahren. Hm? Ich glaube, tun wir uns mit dem Drehen leichter. Mit dem Dresden. Da geht's noch schöner. Haben wir nochmal eine Fahne, oder? So, dann machen wir mal Kontrolle, wie es die anderen geht. Wenn mein alter 19er Traktor steht, jetzt muss ich gerade überlegen. Ich brauche für den Anhänger. Ah, ich weiß schon. Dann mal, das machen wir jetzt ganz einfach. Da war der da. Wo dann weiter mit, müssen wir jetzt mal kurz aussteigen. Dann müssen wir mal da oben beamen. Und jetzt brauchen wir irgendwas mit mehr Power. Was hat denn den meisten Power? Ich glaube eher da. Fentilein fährt zum Hof hinauf. Nicht an die Mauer dran. So, was ist du eigentlich? Ah ja, das ist groß. Der hat das richtige Gewicht dran hängen. So, jetzt schauen wir mal, ob der Rest läuft. Was ist mit euch da los? Du stehst dem wieder im Weg. Das ist ja wieder supi. Jetzt schauen wir mal, 73 an grober Kurs. Wenn wir jetzt wahrscheinlich den Großen drin hat, haben. Sieben, drei, Gruppe. Geil. Ja, hätte man den Großen auch nicht mehr kennen. Ist jetzt erwurscht. Sitzt man einfach, naja, ist doch erwurscht. So. Dann haben wir fürs nächste Mal beide, wenn es ist. Und die haben ja eh Zeit, so. Beim Gruber ist zwar eigentlich wurscht, gell. Ah, lassen wir mal drei. Feld 73, Gruber. Was hat die 8,4 Meter? Jo. Erster Optimus. So. Lauf das schon mal. Ah, das ist natürlich der Stäblim. Jetzt hat er den aufgehalten. Jetzt geht es da natürlich wieder nicht weiter hier. Mensch. Menno. Oh. Das ist da schon wieder. So, haben wir für Feld 14 schon Wenderkurs. Ja, haben wir. Können wir gleich einladen. So, was ist jetzt Warhammer? Steht wieder nichts da, gut, aber wurscht. Der ist beim Hof angekommen. Ah ja, gut. Dann fahre ich jetzt noch einen Meter auf die Seite. Wenn der Tod aber nicht im Weg steht. Dabei können wir mir nochmal da eine Bahn mähen. Machen wir nämlich jetzt so ein Faultier.
Habe ich noch nie gemacht vorher. Aber Luzerne, glaube ich, wächst nicht nach. Die müsste man wieder neu bepflanzen. Weil das Feld soll ja eigentlich sowieso das Luzernefeld sein, bleiben wir immer. Auf dem kommt nichts anderes drauf als wie Luzerne. Luzerne kennen, ich kenne Luzi den Schrecken der Straße. Die beiden Knetmännchen, ein Friedrich und ein Friedrich. Wer kennt die noch? Wer kennt noch Friedrich und Friedrich? Ich glaube, sogar haben wir noch ein Feld mit Luzerne gehabt. Müssen wir mal einlagern. Gut, ich glaube, das geht ins Ballenlager. Da kann man pure Luzerne einlagern. Ich glaube, da oben war nur ein Feld. Mal schauen, ob das schon erntereif war. Das große unten, da müssen wir mal die kann man die Dresche auch gleich mal oben schicken. Also noch mal so viele Aufträge haben. Die Abfahrer werden halt immer so knapp. Irrsinn, was in einem Helferfeld, was da alles los ist, gell? So, dann ist der Rasenmäher fertig. Der Luzernemäher ist fertig. Ich kann mal schauen, ob da oben 12, 7, was haben wir denn da noch? Also, wenn ich gesehen 10 ist was anderes, gell? 10 ist auch wieder Sorge um Hirse auf dem Großen, ja genau. Sonst ist da nichts fertig. Was das betrifft, gut. Dann. Stopp. Einmal. Zweimal. Warte mal, jetzt kontrollieren wir mal die anderen Sachen. Da blinkt es, weil er voll beladen ist, das geht, der dort grubbern, da läuft alles, da blinkt alles, da lädt alles, da ist alles in Ordnung. Schaut zumindest nicht so aus, wenn es da irgendwelche Probleme geben würde. Gut, der mit den Kartoffeln ist fertig, der muss jetzt bloß noch einen Haufen überladen. Was haben wir denn im Kartoffelauftrag fertig schon drin hat?
Aber da fehlt eh noch ein bisschen was, das passt. Genau, der fährt vom Feld wieder runter. Wir schnappen uns unseren Big M und Pack. Ja, schon gut. Der muss wieder untergestellt werden. Geht auch gut da drin, gell? Da glaube ich, nicht fällt zum Leutert schon dir. Na? Was ist denn wieder los? Ganz kurz über das Feld, über die Straße, und ich habe gar nicht geschaut, dass da nichts kommt. Jetzt hat er aber Schwein gehabt. So. Wasch, das ist jetzt ein kleines Cheaten, aber. Für dieses ist ja das Fahrzeug da. Nächstes sind schon mal die Luzerne hier unten. So, den packen wir jetzt da mal schnell. Die müssen wir, glaube ich, wieder durchgrubbern und neu ansehen. Das ist abgeerntet, das wächst nicht noch. Jetzt müssen wir schauen, ob wir auf dem kleinen Feld, was wir da machen. Läuft. Und irgendwas. Es läuft. Kartoffeln und Arbeiter, Möhren haben auch schon einiges dort. Ballen pressen, gut. Der ist noch am Mähen. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Was war das Feld 6, glaube ich, gell? Da schon irgendwas drin hat. Ernte 12, haben wir was anderes schon mal drin gehabt, ja. Na, da war der 10 Meter Mähkurs, war sogar drin gewesen. Jetzt brauchen wir aber den kleinsten. Wo ist denn unser kleinster Gruber, den wir haben? Der ist jetzt gerade im Einsatz. Dann setzen wir den nämlich da drauf an.
Das ist ein richtig Kloner, gell? Das passt schon. Das passt schon. Müssen wir wenden und schwaden. Halt, der Kleine steht noch da, oder? Ja, genau. Siehst du das? Da war doch noch was. Im Mittelteil. So. Ich glaube, das war der Einser. Es wird alles voll, Schatz. Gut, da kannst du halt nur Ballen auslagern. Und bei dem anderen kann man Ballen und Ding auslagern. Da kann nicht alles raus. Da haben wir noch eins. Ah, das andere ist bei der. Das andere ist auf der. Weil du weißt, wenn wir die zwei haben. Ja, noch eins muss ich mal schauen. Also Lager war natürlich da oben auch beim Kuhstall nicht schlecht gewesen. Aber das werden wir nirgends mehr hinbringen da rum. Dass wir die Bäumchen wieder wegmachen. Das ist kleine. So, das passt dann nirgends mehr hin, gell? Da vielleicht, da war es richtig cool. Was da so hier macht auf die Kanten herunter. Was mir Auto in und Auto drauf kurz so. Kannst es direkt auslagern und kannst es direkt drum reinschmeißen. Oh. Oh. Da müssen wir uns mal ein Fahrzeug holen. Müssen wir uns mal die Autodrive-Kurse einblenden lassen an der Stelle. Aber das glaube ich wäre machbar. Du kannst nämlich die Ballen direkt rausquetschen und kannst einfach drum schmeißen, die wir ja für den. Für das Zeug hier immer braucht. Also mal schauen, wie dort auch die Kurse sind. Falls da schon überhaupt was liegt, das weiß ich gar nicht. Hat. Okay, da haben wir ausgemacht. Hahaha, Rasenmähen. Dauert noch mal ein bisschen, bis der leer ist. Der muss noch zweimal anrucken. Bei dem großen Bunker in dem Ding drin hat er. Aber dann eh nochmal 90.000 drin hat, dann ist das gar nicht mehr so voll. Da fährt eh nochmal einmal her. Das wird. Da oben ist alles unterwegs gerade wieder, gell? Wahnsinn. Ein Riesenfeld, das ist natürlich mit dem 2,8 Meter Gewerk da vorne, ist das natürlich. Mühsam nähert sich das Eichhörnchen an. Gut, aber das soll es dann für diese Folge gewesen sein. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.
Der ist auch fertig. Na, schau her. Da schauen wir uns das Ganze dann auch nochmal an. Also, bis zur nächsten Folge. Bis dahin, alles Liebe und Gute. Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern. Pfiat euch ein, Maverick.